Hallo, hier zeige ich dir am besten kurz ein Video, wie man einen Plan, den man aktiviert hat, wieder rausnimmt und zu einem neuen Datum aktiviert. Das geht ganz einfach, und zwar du bist jetzt hier im Kalender und hast hier links den Button Training Plans. Hier sind alle Trainingspläne aufgeführt, die du jemals gekauft hast. Du kannst also einen Plan auch mehrfach aktivieren. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, es war der Transalpine-Plan, den habe ich aktiviert und du siehst jetzt hier unten, dass er hier im Kalender eingetragen ist mit dem Datum von bis und den kannst du einfach auf Remove entfernen. Da brauchst du keine Angst haben, es wird nichts, also keine absolvierten Einheiten werden entfernt, sondern nur die Einheiten aus dem Trainingsplan. Also hier einfach auf Yes und dann wird alles rausgelöscht, was an geplanten Einheiten drin war. Und jetzt kannst du es einfach nochmal neu machen. Also das kannst du quasi ständig hin und her testen. Und ich würde dir dann raten, wenn du jetzt hier zum Beispiel auf End gehst, dann suchst du dir hier, meine Pläne landen immer enden immer an einem Samstag. Also das heißt, End an dem Samstag, wo der Wettkampf ist. Sollte der Wettkampf an einem Sonntag sein, wählst du End auf den Samstag davor, ne? Also wichtig ist wirklich immer, dass der Plan an einem Samstag endet. So habe ich diese Standardpläne strukturiert, dass es einheitlich und übersichtlich ist. Genau, und von daher suchst du dir einfach den Endzeitpunkt raus. Und angenommen, beim Transalpine Run ist es jetzt, ich glaube, der 14. Und dann auf Apply. Und dann lädt er dir die Einheiten rein. Genau. Und wenn wir jetzt hier einfach mal zur Kontrolle auf den 14. September gehen, genau, wäre jetzt hier quasi der Starttag vom Wettkampf. Ja, und so kannst du es auch wieder rausnehmen, reinnehmen, rausnehmen, wie du willst. Ich deaktiviere den Plan jetzt bei mir wieder. Er bleibt aber trotzdem hier links unter Training Plan stehen, Trainingsplan stehen. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen. Sollten noch Fragen offen sein, einfach gerne melden. Ciao, ciao.